Sie haben gerade auch eine Unterscheidung gemacht zwischen Islam und Islamisten. Der Islam beinhaltet aber auch den Glauben an die Scharia. Und die Scharia beinhaltet genau diese Gleichheit vor dem Gesetz, vor allen Dingen auch die Gleichstellung der Frau eben nicht. Und das muss ganz klar so gesagt werden. Und das sagt eben auch ganz klar die AfD, dass wir beispielsweise auch eine Rechtsbeugung zugunsten einer Scharia-Gerichtsrechtsprechung nicht wollen, weil unser Leitbild letztendlich im Grundgesetz verankert ist. Und das ist eben die Gleichheit vor dem Gleichheit vor dem Gesetz. In Deutschland haben wir tatsächlich, diese Diskussion haben wir tatsächlich in Deutschland von der SPD, wo jetzt beispielsweise auch der rheinland-pfälzische Justizminister von der SPD gefordert hat, die Scharia-Rechtsprechung? Scharia-Rechtsprechung an deutschen Gerichten. Und das haben Sie auch teilweise schon so im Erbe. Ja, Sie schütteln den Kopf, es ist tatsächlich diskutiert. Und wir wollen das nicht als AfD. Hat sich nicht drum gesprochen, wir werden auch das checken. Das wäre doch international bekannt. Hier hätte ein SPD-Justizminister gesagt, warten Sie ab, das kommt bestimmt im Faktenchat. Also, um das vielleicht klarzustellen, die Scharia will niemand. Und ich fühle mich verpflichtet den Werten der Aufklärung. Ja? Mhm. Und die gelten sehr wohl und die gelten auch hier und die gelten auch, müssen auch für Zuwanderer gelten. Dann haben wir ja die Keine gleiche Frage. Anschauung. Ja? Ja? Mhm. Aber was ist das dann, was ich meine? Die Scharia, also mir ist das nicht bekannt, dass irgendjemand gemeint hat, SPD oder sonst irgendjemand oder bei uns jemand die Scharia einzuführen hier, dass das überhaupt nur diskutiert wird, das ist für mich... Sie schütteln den Kopf, ja, richtig. Na, was wir haben, ist sehr wohl der Umstand, dass bei bestimmten kulturellen Missetaten, ja, ob das jetzt Ehrenmorde sind oder ähnliches, hier die Rechtsprechung anders urteilt, als wenn es da von Straftätern aus unserem Kulturkreis käme. Wie bitte? Es werden nach demselben Gesetzbuch verurteilt, im selben Gesetzbuch. Sie haben ja, eine Latte, innerhalb derer abgestraft werden kann. Und wenn es aus Milderungsgrund eben der andere kulturelle Hintergrund ist, wo Ehrenmorde halt nicht oder anders oder bagatellisiert werden. Bei welchem österreichischen Ehrenmord ist denn da jetzt gerade die Rede? Das war große Diskussion, die Sie in den Rechtspanoramen der Tageszeitungen lesen konnten, die sind dann entglitten. Ich bin kein Lexikon und kann Ihnen das alles vorlegen, aber Sie können das ganz einfach nachlesen. Das ist auch kein Fall. Gericht, wo das diskutiert wurde. Das wäre gut, wenn Sie so Beweise hier hätten. Wir haben hier eine Frage.